Hallo, hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mal ein Plädoyer für die Türkei halten bei Hühnergeschrei und die Hunde um mich rum. Möchte ich einmal noch mal so nach meiner ganzen Europareise, die ich jetzt hinter mir habe, meiner Rückkehr zurück nach Alanya in die Türkei, einfach einmal euch sagen, wie wunderschön eigentlich die Türkei ist. Und ich habe jetzt schon eine ganze Menge Länder bereist in meinem Leben, wenngleich das natürlich noch überhaupt gar kein Vergleich ist mit anderen Menschen. Aber ich denke, gerade auch nach dieser Europareise, wo wir ja einige Länder durchfahren haben oder durchgangen sind oder besucht und auch mit Menschen uns unterhalten haben, ich finde einfach die Türkei am besten. Und das habe ich auch sofort in Monaco gesehen. Eins der ja, beeindruckendsten Städtchen oder Länder, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Für mich ist es nicht immer eine Stadt, es ist nämlich unheimlich klein. Für meinen Teil, also wenn man die Türkei kennt und wenn man die ganzen Landschaften, die Architektur, die Sehenswürdigkeiten, die Natur, Ereignisse und Spektakel und vor allen Dingen auch die herrliche Landschaft betrachtet, kann man eigentlich jedes Land, welches ich bisher besucht habe, auch hier in der Türkei finden. In der einen oder anderen Gegend, in der einen oder anderen Stadt sieht es ziemlich ähnlich aus oder wenn nicht sogar viel besser, viel schöner, viel beeindruckender. Und davon mal abgesehen, muss man ja auch sagen, trotzdem die Türkei tatsächlich ständig einen enormen Preisanstieg zu verzeichnen hat, ist die Türkei weiterhin günstig in Form von Mieten, in Form von Lebensmitteln immer noch, obwohl natürlich teilweise kein großer Unterschied mehr zu verzeichnen ist zu Deutschland. Aber wenn man auf die Preise achtet und wenn man Lebensmittel kauft, die hier günstig sind, dann kann man tatsächlich weiterhin hier um ein Vielfaches günstiger existieren, als es eventuell im europäischen Ausland der Fall ist. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Ich habe euch in einige Supermärkte der verschiedenen Länder mitgenommen. Ich habe euch auch oft schon hier in die Supermärkte mitgenommen. Natürlich gibt es auch hier Dinge, die teuer sind, die vielleicht teurer sind als in Europa. Aber roundabout, finde ich, kann man in der Türkei weiterhin relativ günstig existieren, wenn man tatsächlich drauf achtet. Natürlich sind die Mieten auch hier hoch. Ja. Man darf jetzt auch Alanya nicht mit dem Inland der Türkei vergleichen. Ich glaube, jedes Städtchen der Türkei ist günstiger als Alanya. Aber man muss ja auch nicht in Alanya leben. Nichtsdestotrotz ist Alanya natürlich ein wunderschöner Ort. Wir haben hier Berge, wir haben Meer, wir haben die Flora und Fauna, die wirklich beeindruckend ist. Nichtsdestotrotz gibt es sicherlich auch schönere Gegenden hier in der Türkei und da muss man sich einfach ein bisschen umschauen und umgucken. Aber jedes Mal, wenn ich in eine Stadt oder in ein Städtchen reingefahren bin, in den letzten Wochen mit dem Auto, dann muss ich immer wieder feststellen, wie groß doch die Sehnsucht wieder nach der Türkei ist und nichts und gar nichts, was ich bisher gesehen habe im Ausland, kann das toppen. Die Türkei ist eben sehr vielfältig, sowohl was die Kulturen, was die Geschichte, aber auch was was die Menschen betrifft. Ja, du findest in Ankara einen ganz anderen Menschenschlag als in Istanbul. Du hast in Istanbul ganz andere Menschen als in, weiß ich nicht, Adana oder in Mardin, wo wir waren. Jeder kann sich, glaube ich, seine Art und Weise zu leben, mit der er gut zurechtkommt, hier in der Türkei ganz toll finden. Und vor allen Dingen finde ich auch, ist es einfach hier sehr angenehm. Vielleicht ist es auch dadurch bedingt, dass ich in dieser Kultur natürlich fast schon mit aufgewachsen bin. Aber für mich ganz persönlich nichts
nichts, wirklich kein Land, in dem wir waren oder in dem ich war, würde ich statt der Türkei wählen. Hatte schon einmal gesagt, dass die Schweiz eine beeindruckende Natur hat und auch finde ich, nur die italienische Schweiz hat mich jetzt so sehr gepackt. Natürlich, ich habe auch nicht viel gesehen, wir sind ja nur durchgefahren, aber sind ja auch noch so ein bisschen spazieren gegangen, habt ihr ja auch gesehen. Schweiz ist auf jeden Fall ein Ort, der wirklich beeindruckend ist und mich natürlich als Bauernhofliebhaber mit den tollen Kühen, die dort überall sind, sehr beeindruckt hat. Aber auch das würde mich auf gar keinen Fall davon abhalten, das als Lebensort statt der Türkei zu wählen. Es ist hier wie soll ich sagen, eine Herzlichkeit noch vorhanden, auch wenn die verloren geht. Leider, ich hoffe, dass das im Laufe der Jahre nicht noch weiter abschwächt. Aber die Türken sind an sich wirklich sehr, sehr freundlich und vor allen Dingen sind sie auch sehr gastfreundlich. Und auch wenn es manchmal auch hier vielleicht eine oberflächliche Freundlichkeit ist, bleibt sie dennoch herzlich und man fühlt sich wirklich geborgen und wohl. Das hört man ja auch aus vielen anderen muslimischen Ländern. Ich glaube schon, dass das einen großen Teil der Religion ausmacht. Die Gastfreundlichkeit und dass sich deswegen auch die Gesellschaft bemüht, das auf jeden Fall weiterhin aufrechtzuerhalten. Wenngleich auch hier natürlich Probleme sind, große Probleme, sehr große Probleme. Die Menschen haben nicht mehr genug zu essen, sie haben Schwierigkeiten, Wohnraum zu finden, sie haben Geldprobleme wie überall auf der Welt, aber ich glaube, durch die hohe Inflationsrate, die hier in der Türkei ja schon seit vielen Jahren eigentlich herrscht, ist es jetzt schon fast an einem Punkt angelangt, wo man sagen muss, dass die Menschen eben, dass das kippt, ja, dass die Stimmung kippt. Man merkt das und das ist natürlich negativ, das kann man nicht anders sagen. Und trotzdem bemüht sich jeder, die Freundlichkeit dem Gast gegenüber zu wahren. Habe schon oft erzählt, dass ich mich nicht mehr so wohl hier fühle, wie ich das noch vor 30 Jahren getan habe. Diese freundliche Neugier auf Menschen aus anderen Ländern ist einfach vorbei. Ja, hier ist der Fremde ist hier, hat sich hier niedergelassen. Der Fremde hat viel an Preisen auch in die Höhe getrieben, ganz besonders natürlich in Alanya und in den Touristenorten, sodass die Menschen wirklich auch selbst kaum noch Wohnraum und haben und geschweige denn auch die Lebensmittel bezahlen können. Aber ich denke trotzdem, dass sie das richtig gut machen, dass sie sich bemühen, dass sie weiterhin jedem gegenüber offen sind, dass sie auch helfen, na, dass sie weiterhin die Hilfsbereitschaft anderen Menschen gegenüber wahren und dass sie Entschuldigung, bitte, sich selbst mit einbringen in der Art, auch wenn es selbst Mühe macht zu helfen, ja, wenn man selbst eigentlich selber keine Zeit hat oder keine Lust hat. Das geht leider auch, muss ich ehrlicherweise sagen, verloren, gerade hier auch in Alanya. Aber ich glaube schon, dass das, wenn man so das Ganze betrachtet, wirklich ein schöner Ort ist, um auszuwandern, wenn man das Geld hat. Das muss man natürlich auch immer wieder dazu sagen. Man braucht einen Grundstock und man muss auch versuchen, auf irgendeine Art und Weise genügend zu verdienen, um hier zu leben. Aber ich denke schon, dass man auch hier noch günstigen Wohnraum finden kann, dass man auch hier auf jeden Fall sehr viel günstiger in den Lebenshaltungskosten bleiben kann, wenn man darauf achtet, vielleicht im Inland leben, ja, das auf jeden Fall günstiger in kleinen Städten leben, auf den Märkten einkaufen, keinen Neubau beziehen. Entschuldigung, bitte. Versuchen in den Supermärkten eben die Lebensmittel zu holen, die günstig sind und die bezahlbar sind.
saisonbedingt einkaufen natürlich. Das gilt hier genauso wie woanders auf dieser Welt. Und für mich bleibt die Türkei weiterhin allererste Wahl. Ich habe bisher noch kein Land entdeckt, welches mich reizt, die Türkei aufzugeben. Ja, ich freue mich darauf zu hören, was ihr so dazu sagt, und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!